im Drill. Du kannst dir nicht ausdenken, ey. Abgefahren. Ich teste hier gerade am Windenbach einfach mal schön auf feiste Döbel. So ein Kilo Döbel ist gerade auch schon reingeballert. Und der hier zieht aber gerade richtig ab auf 6 Kilo Schnur. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn da noch ein bisschen mehr geht, Alter. Nicht schlecht, so ein Brocken. Nicht schlecht. Schön feiste. Guck mal, der will sich gar nicht mehr bewegen, wa? Schön feister Döbel. Da ist er, da ist er, da ist er. Und? Das ist doch... Alter, so geht es ab, Alten. So ein mächtiger Döbel, Alter. What? Alten und zweiter Fisch und es geht ab hier. Ist es denn wahr? Ach, ist es denn wahr? Hoppala, hier schon auf Autokurbeln drin. Krass. Ja, wild. Das scheint lustig zu werden. Ich glaube, ich bleib noch ein bisschen hier. Ich war jetzt gerade in der Nacht an einem anderen Spot, hatte noch hier ein bisschen rumprobiert, hier an den besagten, altbekannten Spots. Und hab mir gedacht, komm, Alter, ziehst du noch mal ein bisschen vielleicht so auf Muschel oder Gründlinge an dem letzten Spot, wo ich war. Ja, da ist natürlich auch direkt erstmal ein Gründling wieder reingeballert. Ja, was soll ich sagen? Die Trophies ballern halt. Aber keine Muscheln. Tatsächlich keine Muscheln. Ich bin da genau in diesem kiesigen, steinigen Bereich gewesen. Wie gesagt, leider keine Muschel. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, Alten, dann teste doch nochmal auf Grashüpfer. Geht doch auch immer wieder gut hier. Grashüpfer mit Döbel. Schöne Kombi. Kann man doch immer wieder ganz gut machen. So, jetzt ziehe ich hier nochmal ein bisschen den nächsten Brocken. Und da bimmelt auch schon wieder der nächste Brocken. Ich werfe hier einfach nur entspannt so auf so aus dem Handgelenk. Ich habe es hier nicht geklippt oder so. Einfach zwischen die beiden Bäume. Und es lübt auch schon wieder ganz gut hier. Nicht schlecht. Alter, das ist natürlich ein guter Start. Aber auch hier all die anderen Kandidaten mit so einem Kilo. Ist ja wohl sensationell. Ist ja wohl sensationell. So kann man das machen. Also, guter Start. Das war jetzt gerade der erste. Ja, 4 Minuten. 1, 2, 3, 4 Döbel über 1 Kilo. Das, wie gesagt, hier war gerade noch der andere Spot. Und weil hier halt so ein paar Döbel reingegangen sind, habe ich mir gerade gedacht, komm, Alten, Döbel kann man doch nochmal testen. Und ich weiß noch, vor Monaten gab es auch hier schon Döbel in der großen Kurve. Und ja, das wäre doch jetzt hier die Chance. Ne? Das könnte man doch mal machen. Genau, schön mit dem Grashüpfer und dann gib ihm. Vom Setup her relativ simpel zusammengebaut. Ich habe jetzt hier ein bisschen verschiedene Haken gerade ausgewählt. Und zwar habe ich jetzt hier einmal 4er-Haken genommen und 6er-Haken. Schön mit dem Grashüpfer, einfach nur mit Fluoro Only. Man kann sich natürlich auch hier mit geflochtener und Vorfach hinstellen oder einfach nur mit Monoschnur hinstellen und Vorfach oder ohne Vorfach. Sollte auch beides funktionieren. Was haben wir hier drauf? Da ist der 6er Haken drauf. Und zack, ab geht es hier wieder. Und auf den anderen, vielleicht ist sogar der 6er Haken. Guck mal, Aaland, auch richtig gut. Auch richtig gut. Aaland kann man dann auch mit der Maikäferlarve nochmal testen. Oder nicht Maikäferlarve, mit dem Maikäfer. Ne? Ist das Maikäfer? Ich muss mal eben gucken. Aaland, hier hatte ich genau der 4er-Haken. Doch, Maikäfer. Maikäfer wäre eine Option. Mistkäfer, ja, kann man mal testen. Aber ich sag mal, Maikäfer und Grashüpfer sind so für den Windenbach eigentlich immer die beiden Klassiker. Eine andere Stelle, auch schon bevor das Gewässer vor langer Zeit mal umgebaut wurde, da gab es hier hinten oder gibt es auch immer noch hier so ein Bäumchen, so ein umgefallener Baum im Wasser. Auch das immer wieder eine ganz gute Stelle.
Na, wer schreibt denn da? Und mogelt sich denn da gerade in den Chat? Nicht schlecht. So. Also, ziehen wir mal eben hier so rein. Und da zuppelt es wieder los. Ja, geil, ey. Geil, ich bin komplett... ich bin jetzt schon wieder komplett zufrieden, Alter. Unnormal. Läuft schon wieder direkt los. Zack, und der nächste hier. Jawolski, ey. Jetzt ist natürlich ein bisschen für mich die Frage, auf was tüdel ich mir das jetzt hier ein? Gehe ich jetzt eher vielleicht auf Viererhaken oder auf Sechser? Im Moment bin ich mit dem Vierer, glaube ich, noch ganz zufrieden. Viererhaken groß kann man, glaube ich, machen. Döbel, ja, hat ja Power. Also ich denke, ein Viererhaken sollte gehen. Wenn dann die Frequenz nicht so passend ist, dann gerne auch mal den Sechserhaken nehmen. Sollte dann natürlich auch gehen. Das ist ja der Oberhammer, Alter. Da ist der ganze Chat schon wieder voll hier. Hat er aus Versehen angemacht. Ist wirklich so, ey. Alter, unnormal, ey. Unnormal. Und ich denke mir schon gerade, Moment. Wo kommt denn Ditte her? Wo kommt denn Ditte her? Nachtschicht. Alter. Dr. EP, Epic Waller, Feftig, Moinsen, Joey de Vivre, Moin Moin, Grobi Tobi, Akkordfahrer, Moinsen. Ist so, falschen Knopf gedrückt und ab geht es. Selway, Moinsen. Ich mache aber gleich wieder aus, ey. Ist ja hier, ich bin ja hier Obballer, ist ja schon wieder einer. Ich bin ja hier hart am Schwitzen, ey. Der Matze, ein Moinsen. So, habe ja Glück gehabt, dass ich hier nicht irgendeinen Schweinkram noch gemacht habe, Alter. So, was man halt immer so macht, ne, während der Videos. Ja, aber das ist doch schon mal krass, jetzt mal ohne Scheiß, oder? Das sieht doch schon mal gut aus hier, ey. Das sieht doch gut aus. Sailway. So. Ja, also, so der Stand der Dinge. Einfach mal eben direkt auf Trophy, ey. Abgefahren. Ja, jetzt kommt an der Stelle der Part, wo dann als nächstes erstmal ein Break kommt. Eine kurze Pause. Und dann wird schön in den Kescher geguckt. Das heißt, das machen wir jetzt auch. Nee, kann ich gar nicht. Jetzt bin ich ja gerade am Struggeln. Ich kann ja gar keine Pause machen. Ich habe auch, glaube ich, gar keine Aufnahme. Kann ich das verwenden? Ich muss gleich mal gucken, ob ich das Ganze überhaupt verwenden kann. Ich wollte jetzt schön für morgen früh, Sonntag früh, 11 Uhr, kommt ja immer ein Video raus, nochmal schnell das alles startklar machen. Hab gerade schon ein bisschen gesucht. Ich war an der Sura, war ich schon, an der Festung und so weiter. Und jetzt natürlich kommen auf Nummer sicher, Windenbach geht doch immer, ey. Windenbach liefert immer die Trophys, ey. Ei, 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 ei. Der drückt er einfach auf Stream starten, ey. Die Woche. Es ist einfach zu warm für sowas, ey. Ich sag es euch. So. Schicht. Schicht im Schacht. Ihr Lümmels. Ihr Wahnsinnigen. Ab in eine Falle. Wir haben jetzt gleich 2 Uhr. Ich mache jetzt hier noch schön Abmoderation. Und dann mache ich jetzt hier gleich Ende. Also jetzt muss noch das Klassische kommen. Jetzt muss ich ja erstmal gleich reinkommen, Alter. Dass ich da auch wieder hier gutes Timing. Andy B, Alter, du hast nichts verpasst. Ich habe aus Versehen auf Stream gedrückt und nicht auf Aufnahme. Ich habe gerade, wollte eigentlich gerade noch schnell ein Video machen, ey. Läuft also 30 Minuten jetzt hier gerade. So, ihr Lümmels. Rinja hauen. Ich schalte euch jetzt aus. Ich sehe euch jetzt nicht mehr. So. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal raus. Rinja hauen, gute Nacht, bis morgen und zieht noch ein paar Brocken raus. Und jetzt mache ich euch einfach weg. So, tschüssing. Sonst werde ich so abgelenkt, Alter. Und jetzt muss ich mich auch noch wieder darauf konzentrieren, Alter. Das kannst du dir aber auch nicht ausdenken, Alter. Einfach mal den verkehrten Knopf gedrückt. Alter, und jetzt bimmeln sie hier nochmal rein. Das ist ja der Oberhammer. Abendstunden, nichts mehr. Nur noch Kleinscheiß. Und jetzt auf einmal bimmeln sie doch nochmal
rein. Ist ja der Hammer. Ob die Döbel die Nacht durchbeißen, ich weiß es nicht. Aber anscheinend gehen sie nochmal rein, die Döbels. Nicht schlecht. Also, testen, ihr Lümmels, Petri, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, reins abonnieren, wenn ich demnächst zufällig mal wieder auf Twitch starte, wenn ich eigentlich nur ein Video aufnehmen will. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.